Joe, and then you'll die. So, hallo, mein Name ist der Gaming Eyes und ich wollte nur sagen, gestern ist dann die neue Season gekommen, die Season 7, und es ist ein neues Problem gekommen. Bei mir war es so, wenn ich diesen Update gemacht habe, diesen großen von Season 7, ist immer eine Fehlermeldung gekommen, dass es nicht geht. Und hier stand: Während der Aktualisierung deines Spiels ist ein Problem aufgetreten. Eine oder mehrere Dateien, die Aktualisierung erfordern, werden verwendet. Falls das Problem weiterhin besteht, bricht die Aktualisierung ab und startet dein Computer neu. Das hatte ich. Ich habe mein PC jedes Mal neu gestartet. Das hat nicht gebracht. Jetzt habe ich eine Lösung. Ich habe in YouTube schon gesucht, habe nichts gefunden und da habe ich die EA kontaktiert. Habe auch da nichts mitbekommen. Sie haben gesagt, ich soll das Spiel ganz neu starten, aber das Spiel neu installieren, und da hatte ich keine Lust einfach. Und das ist jetzt für euch, ja, für euch eine Hilfe. Ihr müsst wenn ihr das Update kommt und diese Fehlermeldung kommt, dann müsst ihr davor schon Windows und R drücken und dann Temp% eingeben. Bei mir ist es schon eingegeben, weil ich es schon gemacht habe. Und dann hier kommen immer volle Daten. Die könnt ihr alle deinstallieren, weil das sind Dateien, die was Hintergrund laufen. Da stand ja, dass ein paar Daten bei mir offen sind, was das Update abbrecht. Das ist ja, und da müsst ihr, wenn ihr das eingegeben habt, diese Dateien alle löschen und ja, und diesen Update losstarten. Wenn da etwas mit Origin kommt, einfach schnell deinstallieren. Sonst kommt das, bei mir ist es immer bei 85% stehen geblieben und immer diese Probleme aufgetreten. Jetzt habe ich 95%, hier sieht man es, und ich habe kein Problem und hier ist auch nichts von Origin. So, das war ein kleines Video zu diesem neuen Apex Season 7 Problem. Ich hoffe, dass es geholfen hat. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ja, reingehauen.